Da bin ich wieder bei Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, wir sind im Moment außerhalb des Animus, aber nur weil es geheißen hat, naja, wenn man zu lange im Animus sei, dann würde es Nebenwirkungen geben von, keine Ahnung, Halluzinationen bis Realitätsverlust und alles und naja. Und man würde dann auch so auf seine Vorfahren treffen und bräuchte den Animus nicht mehr und naja. Jetzt haben wir ein kleines Päuschen gemacht und haben unter anderem Alter Ir, eine Szene aus Alter Ir, nachgespielt quasi. Die aber nicht im ersten Teil stattfand. Und ja, war irgendwie eigenartig, aber jetzt geht's weiter in den Animus und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Okay. Es geht weiter. Rohlinge sind erbitterte Kämpfer, geschützt durch eine mächtige Rüstung. Das habe ich auch schon gemerkt. Vielen Dank. Ah, es kommt Venedig. Die erlauchteste Republik Venedig. Gut. Da haben wir einen Aussichtsturm. Können wir gleich mal erobern. Diese versuchen zu erklimmen. 10.000 Florin in der Truhe. Das ist sehr schön. 10.000 Florin. Das ist perfekt. Also gut, dann gehen wir mal darauf und sind eh schon oben angekommen und dann werden wir erstmal synchronisieren. Und ab geht's. 31 von 73 Aussichtstürmen oder Aussichtspunkten synchronisiert. Das ist fein. So mag ich das. Ja. Ah, Leonardo. Was macht Messer da Vinci? Ja. Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donna bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? An einer Stadtführung durch Venedig mit Alvise teilnehmen. Na dann. Los geht's. Venezia. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Unser erster Halt, die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol okay. Für den Stolz und die Einheit Venedigs. Lasst uns weitergehen. Da wären wir, San Giacomo di Rialto. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Stimmt. Und der Uhrenturm. Magnifico. Dafür, dass sie ganz schön alt ist. Kommt, kommt. Es gibt noch mehr zu sehen. Dafür, dass die Kirche ganz schön alt ist, schaut sie immer noch tipptopp aus. Wahnsinn. Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Was Leonardo für ein Gesicht macht. Oh Gott. Wunderbar. Leonardo hat Angst. Um sein Leben wahrscheinlich, ne? Er ist ja auch kein Kämpfer. Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen?
Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt. What the? Moment mal, mein Geldbeutel. Mein Geldbeutel, wo ist denn der hin? Die hat mir Geld geflattert. Hat mir Geld gestohlen. Was soll denn das? Wo sind die? Und hier haben wir den Palazzo della Seta, Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert. Aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand, teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Oh. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Ha, was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! What the... Soll die Kacke... Wie wird mit den Leuten da umgesprungen? Sag mal. Hat denn hier keiner Recht oder wie ist das? Eieiei. Ah, Werkstatt. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt, als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, da wären wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodexseiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht dir immer offen. Grazie, mein Freund. Di nulla. Scheiße. Jetzt war ich zu spät dran. Verdammt. Ich hätte ihn eigentlich umarmen können, glaube ich. Aber irgendwie war ich jetzt zu spät dran, naja. Ja, das kommt immer so überraschend, wenn man es gar nicht erwartet und dann ist man ich oft fand zu spät diesen tollen dran. Ort, schade. Den du entdecken kannst. Dort kannst du üben. Hätte am liebsten Santa umarmt. Maria dei Frari ist auf der Karte markiert. Okay. Ein weiteres Templerversteck haben wir da. Das ist auch sehr schön. Das machen wir aber nachher. Erstmal möchte ich hier gucken, dass wir da ein paar Türme erobern und die gute Hoppla, nein, und die gute Karte etwas mehr aufdecken. So, ich hoffe natürlich, dass das hier irgendwie funktioniert, dass ich da irgendwie hochkomme. Keine Sorge, ich tue dir nichts. Ja, man soll halt nicht auf Gebäude rumklettern. Das mögen die Wachen nicht. Hm. Okay. Der nächste Turm ist mein. Und ab geht's. Hä? Was ist denn nun los? Ich muss vor! Bleib zurück! Was soll denn das bitte? Hallo? Gibt's denn dir, ey? Okay.
Alter. Wieso haben die mich gerade entdeckt, ey? Sie sind da auf einmal der... Was war denn da auf einmal der Auslöser dafür? Verstehe ich gar nicht. So, perfekt. Okay, was auch immer da ist, der Auslöser war, ich weiß es nicht. So, eine weitere Feder gefunden, wunderbar. Okay, und jetzt geht's darauf. So. Dankeschön. So. Gibt's da irgendwie Romas oder sowas, die ich da... Ah. Perfekt. Geht vor. Okay Leute, bevor wir hier jetzt weitermachen mit der Codex-Seite, werden wir uns, wenn wir diese Folge erstmal beenden und wir sehen uns dann quasi in der nächsten Folge wieder. Also dann Freunde, macht's gut und ciao ciao.